25. Eddie. Ich hab die Lösung. Eddie, hallo. Er setzte seine Kopfhörer auf und ließ wieder seinen imaginären Metalldetektor an mir auf- und abwandern, bevor er mich hineinließ. Wie schön, dich zu sehen. Nachdem die Agenten heute Morgen bei uns aufgekreuzt waren, konnte ich seine Paranoia fast verstehen. Bist du dir sicher, dass der Sektor nicht weiß, dass du hier wohnst? Er schloss die Garderobentür und drehte sich zu mir um. Das Lächeln in seinen Augen senkte sich für einen Moment. Wenn man frei vom Sektor leben möchte, ist Verschwinden die einzige Lösung. Was meinst du damit? Denken sie, dass du tot bist? Das ist der einzige Weg. Das war keine direkte Antwort auf meine Frage, aber vermutlich hieß es ja. Wenigstens in seiner Vorstellung. Und wenn ihn das glücklich machte, würde ich daran nichts ändern. Die Agenten hatten mich abgelenkt, aber es gab einen Grund, warum ich wieder in der Wohnung meines Grandpas war. Ich wollte meine Erinnerungen zurück. Der verzweifelte Wunsch, sie zurückzuhaben, hatte mich die ganze Nacht gequält. Ich hatte kaum geschlafen. »Kannst du Erinnerungen wiederherstellen?« platzte ich heraus. Seine Augen wurden groß, aber dann nickte er langsam. »Kannst du meine Erinnerungen wiederherstellen?« Er nahm eine Tasse mit einer dampfenden Flüssigkeit vom Sofatisch und führte sie an seinen Mund. Dann stellte er sie wieder neben seinen seltsamen Apparaturen ab. Die Apparaturen, die mich wieder daran erinnerten, dass er nicht mehr ganz zurechnungsfähig war. »Lass uns in den Karton gehen.« Mein Blick blieb an dem Toaster hängen und ich zögerte. Sollte ich ihn das wirklich durchführen lassen? Er zog die Schiebetür auf. Grandpa war ein Heiler. Was sollte schon passieren? Im schlimmsten Fall würde er mich eben nicht heilen können. Ich folgte ihm nach draußen. Der Karton nahm zwar den größten Teil des Balkons ein, doch erst jetzt fiel mir auf, dass auf der anderen Seite ein Gemüsegarten in großen Blumentöpfen stand. Von dem Gestank der gedüngten Erde wurde mir ganz schlecht. Er hielt die wackelige Kartontür für mich auf. Mein Handy piepste in meiner Hosentasche. Ich hatte ein SMS bekommen. Ich betrat den Karton. »An was möchtest du dich denn genau erinnern?« fragte er. »Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine beste Freundin hat das Talent, Erinnerungen zu löschen und...« »Glaubst du, dass sie dir einige von deinen Erinnerungen gestohlen hat? Vertraust du ihr nicht?« Ich brauchte viel zu lange, bis ich sagte, »Ich vertraue ihr und nein, sie hat keine meiner Erinnerungen gestohlen.« Layla hatte alle Erinnerungen an sich und Duke vollkommen intakt gelassen. Sie hätte sie löschen können, aber das hatte sie nicht. »Ich habe das früher ständig fürs Amt gemacht«, sagte mein Großvater. »Was gemacht?« »Erinnerungen wiederhergestellt.« »Ist das der Grund, warum mein Dad da arbeiten wollte? Weil du dort gewesen bist?« »Ja.« Wenn mein Großvater diese Art von Tätigkeit für das Amt ausgeübt hatte, musste er ein ziemlich fähiger Heiler gewesen sein. Dann hatte ich nichts zu befürchten. Und wir konnten uns ganz normal unterhalten. Das hieß ja, dass er nicht völlig geistesgestört war, oder? »Ich werde nie diese gequälten Schreie vergessen.« »Was?« »Warum setzt du dich nicht?« »Nein, warte, ist das auch sicher?« »Selbstverständlich, ich bin Experte.« Ich setzte mich hin und bemerkte zum ersten Mal, dass der Karton auch keinen Boden hatte. Die Kälte des Zementbodens drang sofort durch meine Hose und ließ meine Beine ganz taub werden. Mein Großvater berührte meinen Kopf mit seinen Händen. Ich fragte mich, welche Erinnerungen ich wohl zurückbekommen wollte. Layla hatte ja gesagt, sie hätte meine Erinnerungen nur ein einziges Mal gelöscht, aber vielleicht würde ich ja gleich das Gegenteil herausfinden. Mein Grandpa strich meine Haare glatt und legte seine Hände etwas fester auf meinen Kopf. Ich holte tief Luft, aber dann piepste wieder mein Handy. Meine Nerven und der hartnäckige Anrufer waren der Grund, warum ich den Kopf aus der Reichweite seiner Hände zog und nach dem Handy in meiner Tasche griff. »Warte kurz, lass mich eben nachschauen, was die von mir wollen.« Ich las die SMS von Layla. »Ich hab's geschafft. Ich kann Erinnerungen wiederherstellen. Mehr oder weniger. Gerade noch rechtzeitig für meinen Besuch bei euch da draußen. Oh, und ich habe mit Bobby gesprochen.« »Was?«
Ich stieß mich vom Boden ab und stand auf. »Entschuldige, Grandpa, kannst du kurz warten? Ich muss mit meiner Freundin sprechen.« »Ich hab den ganzen Tag Zeit.« Ich lächelte. »Okay, warte.« Ich verließ den Karton und wählte Leylas Nummer. Sie hob noch während des ersten Klingelns ab. »Ich wusste, dass du mich bei so einer Sensationsnachricht direkt zurückrufst.« Ich ging nach drinnen und schob die Glastür hinter mir zu. »Heißt das, du hast gar nicht mit Bobby gesprochen?« »Doch, habe ich. Ich wollte bloß, dass du mich anrufst. Hier passiert gerade so viel. Freust du dich gar nicht? Ich kann deine Erinnerungen wiederherstellen. Du brauchst mich ja nicht überschwänglich zu loben, aber ein bisschen könnte nicht schaden.« Ich schielte auf die Schiebetür, hinter der mein Großvater mit einer Gießkanne stand und Wasser auf seine Pflanzen schüttete, indem er die Kanne wie einen Eimer hielt, anstatt den Schnabel der Kanne zu benutzen. »Es könnte sein, dass ich dich gar nicht brauche, um meine Erinnerung wiederherzustellen.« »Irgendjemand sollte mich aber besser brauchen. Es war total anstrengend herauszufinden, wie man das anstellt. Ich musste Typen küssen, die ich nicht küssen wollte, und sowas alles.« »Es gibt tatsächlich jemanden auf der Welt, den du nicht küssen willst? Das ist der ganz neu. Ist der über 50?« »Sehr witzig. Er ist in unserem Alter, nur damit du es weißt.« »Kenne ich ihn?« Sie summte ein bisschen und bemühte sich offensichtlich, ihre Stimme möglichst gleichgültig klingen zu lassen. »Ich glaube schon. Connor Bradshaw?« »Moment. Connor? Der Typ, der mich beinahe mit seinem Motorrad überfahren hätte?« »Er?« »Warum würdest du den nicht küssen wollen? Er sieht umwerfend aus.« »Weil er ein arroganter Idiot ist, der nur macht, was er will. Er hört nie auf mich. Er nervt total. Außerdem hält er sich für ganz besonders schlau, und das Schlimmste ist, das ist er auch, auf eine Art und Weise, die mich richtig fertig macht.« Ich hatte keine Ahnung, warum ich so lange dafür brauchte, aber plötzlich wurde mir alles klar. »Oh! Was? Warum brüllst du so?« Leyla hatte sich noch nie so über jemanden aufgeregt. Wenn ihr irgendjemand auf die Nerven ging, ließ sie ihn einfach links liegen. »Du hast dich in ihn verliebt. Du bist in Connor Bradshaw verliebt.« »Hör auf, so zu brüllen. Das bin ich nicht. Ich bin genervt, weil ich seine Erinnerungen nicht löschen kann und nicht, weil ich ihn mag.« »Nicht mögen. Lieben. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Meine verschlossene kleine Leyla hat endlich der Liebe ihr Herz geöffnet.« »Dir ist klar, wenn du jetzt hier wärst, wärst du nur Sekunden von einer Tracht Prügel entfernt.« »Wie süß von dir.« »Themenwechsel. Warum willst du nicht, dass ich dein Gedächtnis wiederherstelle?« »Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe meinen Grandpa gefunden. Er lebt noch. Und er ist Heiler. Vermutlich kann er das also übernehmen.« »Okay, stopp. Ich weiß gar nicht, was ich davon als erstes kommentieren soll, aber zuallererst und am allerwichtigsten, lass deinen Grandpa nicht an dein Gehirn.« »Wieso nicht?« »Weil Connor gesagt hat, dass es die reinste Folter ist, sich von einem Heiler Erinnerung wiederherstellen zu lassen. Ich vermute, da wird viel mehr hergestellt als bloß verlorene Erinnerungen. Und das ist schwer zu ertragen und schrecklich. Sie benutzen es bei Verhören und sowas.« Auf einmal ergaben die gequälten Schreie, von denen mein Großvater gesprochen hatte, sehr viel mehr Sinn. Es war schwer, sich vorzustellen, dass er mir das antun würde. Ich drehte mich zu ihm herum. Er starrte in seine offensichtlich leere Gießkanne und schüttelte sie. Meine anfängliche Wut legte sich. Er war nicht ganz bei sich. Vermutlich wäre es nicht fair, ihm die Schuld dafür zu geben. »Wie gut, dass du keine Ruhe gibst, wenn du mich sprechen willst. Ich war buchstäblich eine Sekunde davor, meine Erinnerungen zurückzuholen.« »Und wieder einmal wurde mein Egoismus belohnt. So werde ich es nie lernen.« »Ich rufe dich nachher zurück und dann kannst du mir das mit Bobby erzählen. Und ich erzähle dir alles über Trevor und meinen von den Toten auferstandenen Großvater. Ich sollte lieber gehen, bevor er wieder versucht, mir etwas zu essen aufzunötigen.« »Okay, ruf mich an, sobald du zu Hause bist.« Ich legte auf und schaute hoch. Mein Grandpa stand in der Wohnung und starrte mich an. Ich zuckte zusammen. Er war so still. »Bist du soweit?« »Ich hab's mir anders überlegt. Meine Freundin wird mir helfen.« »Vertraust du mir nicht?« »Nein, das ist es nicht. Es ist bloß...« Alles verschwamm für einen Moment,
und ich rieb mir die Augen. Ich fühlte mich so ausgelaugt. Und ich war wütend, dass mein Dad mir so etwas Wichtiges verschwiegen hatte. Ich war es leid, dass er mich anlog und noch viel mehr, mir ständig um mein Talent Sorgen zu machen. »Es ist bloß was.« »Ich kenne dich nicht mehr so gut.« Er schaute nach unten auf den Sofatisch und ich folgte seinem Blick zu dem umgebauten Toaster. Um die Schalter waren Metalldrähte gewickelt, deren Enden wie kleine Antennen nach oben standen. »Was ist das?« fragte ich. »Das zeigt mir, ob in der Nähe irgendwelche Geräte von Ihnen sind.« Kaum zu glauben, dass ich ihm beinahe erlaubt hätte, mein Gehirn zu heilen. »Und sind Sie das? Irgendwo in der Nähe?« »Heute nicht.« »Gut, dann fahre ich mal lieber wieder nach Hause.« Er umarmte mich fest und ich fühlte mich schuldig, dass ich ging. Schuldig, dass er so einsam zu sein schien. Ich fragte mich, ob mein Dad ihn wohl oft besuchte. 26. Leila. »Halt dich fest, ich komme!« Das eine Mal, wenn ich nicht wollte, dass es in der Warteschlange schnell voranging, lief es natürlich wie geschmiert. Wenigstens ging es nicht ganz so schnell wie in der Schlange für den Tagespassierschein. Dort brauchte man nur einen Grund für die Ausreise anzugeben und seine Handfläche einlesen zu lassen. Wahrscheinlich waren das dort alles Pendler. Mein Wochenendpassierschein erforderte schon ein paar mehr Formalitäten. Ich schaute wieder auf mein Handy. Keine neue SMS. Schnell tippte ich: »Und, kommst du nun mit oder was ist?« »Ich bin hier«, sagte Connor hinter mir. Die Art, wie mein Körper auf diesen einen winzigen Satz reagierte, war Beweis genug, warum er mitkommen musste. Er war der Einzige, der diese heftigen Gefühle bei mir auslösen konnte, mit denen ich Eddies Gedächtnis wiederherstellen konnte. Ich versuchte, mich unter Kontrolle zu bringen. Die Szene im Zug stand mir wieder vor Augen und diese Schwäche verunsicherte mich. Ich biss mir energisch auf die Innenseite meiner Wange und drehte mich um. Mit verschränkten Armen, die Reisetasche über der Schulter, stand er hinter mir. Seine Haare waren zwar ein bisschen verwuschelt, aber sein Gesicht war frei von den üblichen Ölflecken, was meine Aufmerksamkeit sofort auf seine moosgrünen Augen lenkte. »Du kommst also doch mit?« Er hielt sein Handy mit meiner SMS auf dem Bildschirm hoch und las vor. »Bring deinen antiquitierten Pickup mit. Wir treffen uns um 9 am Tower. Pack dir ein paar Klamotten fürs Wochenende ein.« Wenn er das so laut aussprach, wurde mir erst klar, wie wenig Erklärung ich ihm gegeben hatte. »Eigentlich brauche ich ja nur deinen Pickup, aber mir war schon klar, dass du ihn mir nicht leihen würdest, also musst du wohl oder übel mitkommen.« Er griff in seine Hosentasche und hielt mir einen Schlüssel hin. Ich nahm ihn und er drehte sich um und ging. Wieso merkte er sofort, dass ich nur blöffte? Idiot. »Nein, warte!« Er blieb stehen. »Ich brauche dich. Hab keine Ahnung, wie man das Ding fährt.« Eine Lüge. Es war vermutlich kinderleicht. Wahrscheinlich war es ein Automatik, aber notfalls wüsste ich sogar, wie man einen Wagen mit Schaltung fuhr, weil ich es einmal aus Langeweile in einem der Simulatoren in der Schule geübt hatte. »Wo genau wollen wir denn hin?« »Eddie besuchen. Morgen findet dort ein Footballspiel statt. Das Finale vor der Winterpause.« Er schien auf eine Erklärung von mir zu warten, warum das denn so wichtig war. »Ich habe sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen.« Ein amüsiertes Grinsen zog sich über sein Gesicht. »Und dann? Ohne mich schaffst du es nicht.« »Schaffe ich was nicht?« »Ihre Erinnerungen wiederherzustellen.« »Weil mich niemand auch nur annähernd so in den Wahnsinn treibt wie du.« »Absolut wahr.« »Ich bin mir sicher, bald wird der Gedanke an dein Gesicht reichen, aber im Moment brauche ich anscheinend deine nervtötende Anwesenheit.« Er streckte mir seine Hand hin und ich ließ die Autoschlüssel hineinfallen. »Dieser Ausflug wird mir bei meinen Recherchen helfen«, sagte er und grinste dabei immer noch. Warum schaffte ich es nicht, ihn wütend zu machen? Egal, was ich machte, er blieb immer ganz ruhig. »Ich tue das nur für Eddie.« Unsere Blicke trafen sich und er nickte leicht. Wir schwiegen, während sich die Schlange zentimeterweise vorwärts bewegte. Sein Blick schweifte zur Seite und ich folgte ihm zu einem Schild, auf dem stand Langzeit- und Dauerpassierscheine, 3. Stock, nur nach Voranmeldung.
Hätte er lieber im dritten Stock gesessen, anstatt hier zu stehen? Er fuhr mit der einen Hand auf dem Lenkrad, die andere hatte er auf das offene Fenster gelegt. Der Wind pfiff durch die Fahrerkabine und machte jede Unterhaltung, sobald wir schneller fuhren, so gut wie unmöglich. Nicht gerade ein Grund, sich auf die 4 Stunden Fahrt zu freuen. Als wir schon fast bei Eddie angekommen waren, ging mir ein Licht auf. »Du bist noch nie draußen gewesen.« Die Art, wie er alles bestaunt hatte, als würde er es zum ersten Mal sehen, machte das ziemlich offensichtlich. Seine Hände verkrampften sich auf dem Lenkrad, aber er antwortete nicht. Weder stritt er meine Vermutung ab, noch bestätigte er sie. »Sieh mal einer an, ich erfülle dir also einen deiner Träume, du und dein Norm-Pickup im normalen Land.« »Es ist ein Wunder, du musst eine Göttin sein.« Ich knuffte ihm in die Schulter und brachte ihn damit zum Lächeln. »Halbgöttin, aber ich nehm's nicht so genau.« Wir fuhren vor Eddies Haus vor und Connor holte die Reisetaschen von der Ladefläche des Pickups. Ich klopfte an die Tür und Eddie öffnete. Ein kleines Stück, das mir gefehlt hatte, fiel an seinen Platz zurück. Sie umarmte mich fest und schmiegte sich ein bisschen länger an mich als sonst. Vielleicht brauchte sie mich ja genauso sehr wie ich sie. »Hi, Connor.« »Hey, schön, dich zu sehen, wenn ich mal nicht dabei bin, dich über den Haufen zu fahren.« Sie lachte. »Ja, oder? Kommt rein. Ich zeige euch, wo ihr schlafen könnt.« Sie führte Connor zu einem Zimmer am Ende des Flurs und dann gingen wir beide in ihr Zimmer, während er auspackte. Sie drehte sich zu mir um. »Und, hast du den Brief für mich?« Ich holte ihn aus meiner Handtasche. Dabei fiel mir eine riesige Last von der Schulter. Ihr Blick glitt über die Schrift auf dem Umschlag. Sie strich sogar mit der Hand über die Zahlen. Dann öffnete sie ihn. Ich wusste ja längst, was drin stand. Stattdessen beobachtete ich ihr Gesicht und wartete auf ihre Reaktion. Sie kaute auf der Unterlippe. »Ich habe jemandem versprochen, dass ich die Normalalternative nicht löschen würde. Davon hast du mir gar nichts gesagt.« Allerdings schien sie nicht sonderlich überrascht. »Ich dachte, das wäre unwichtig. Du kannst dich ja eh an niemanden mehr erinnern. Glaubst du, du weißt, wem du dieses Versprechen gegeben hast?« In Eddies Augen leuchtete ein Hoffnungsschimmer auf, als hätte sie jemanden im Sinn. Ich schüttelte meine Hände aus. »Okay, wann sollen wir anfangen?« »Die Erinnerung wiederherzustellen?« »Ja, ich habe auf dem Weg hierher geübt. Ungelogen, ich bin ziemlich gut.« Den Teil, das ich mit meinem Handy geübt hatte und dass Connor dabei sein musste, damit es klappte, ließ ich besser aus. Eddie lachte. »Vermutlich je eher, desto besser.« Sie holte Luft und sah sich im Zimmer um, als wollte sie sich sofort irgendwo hinsetzen. »Wir können bis morgen nach dem Spiel warten, wann immer du willst.« »Ich glaube, jetzt wäre gut.« »Okay, jetzt.« Ich rieb meine Hände. »Ich muss nur Connor holen.« »Wieso?« »Er hilft.« Sie zog die Augenbrauen in die Höhe. »Ach, tatsächlich?« Ich schnappte mir ein Kissen von ihrem Bett und bombardierte sie damit. Sie lachte und zog es an ihre Brust. »Wie erweiterst du dein Talent überhaupt? Ich möchte es auch versuchen. Ich habe dir doch davon erzählt, von den Vorfallen mit der verlangsamten Zeit, aber ich habe absolut keine Kontrolle darüber, wo und wann das passiert.« Ich zog eine Augenbraue hoch. Wie viele Gefühle mussten wohl im Spiel sein, dass sie so etwas auslösen konnten, ohne es überhaupt zu versuchen? Oder hatte das Ganze überhaupt nichts mit Talententwicklung zu tun? Hatte Bobby ihr wirklich unabsichtlich ein Stück seines Talents gegeben? »Ich muss dir etwas sagen. Deine Mom hat mich gebeten, dich zu warnen.« Ich erzählte ihr, was ich an dem Tag, als ich ihre Mutter besucht hatte, in Erfahrung gebracht hatte. »Moment mal, dann unterdrückt dieses Programm auf dem USB-Stick, der, den mein Dad einkassiert hat, meine Talente?« »Es versucht es vermutlich. Falls etwas von dem, was Bobby getan hat, eine Wirkung auf dich gehabt hat, dann hofft sie, es mit dem Programm im Keim zu ersticken.« Eddie atmete erleichtert auf. »Dann ist es also das Programm, von dem ich solche Kopfschmerzen bekomme. Meine Mom hat versucht, mein Talent zu blockieren. Kein Wunder, dass die Schmerzen besser geworden sind, seit mein Dad mir den Stick weggenommen hat.« »Sie möchte, dass du mit dem Programm weitermachst.«
kommt überhaupt nicht in Frage«, sagte Eddie und ballte ihre Faust. »Mit Bobby habe ich ja wohl nichts gemeinsam.« »Das weiß ich doch«, ich griff nach ihrer Hand. »Deine Mom auch, aber das idiotische ATF und das AFG wissen es nicht.« »Dieses Talent gehört mir. Ich habe es nicht von ihm. Er hat meinem Verstand nicht manipuliert. Sollen die vom AFG mir ruhig nachspionieren. Sie werden sehen, dass ich nichts mit ihm gemeinsam habe.« Dass sie so überzeugt war, überraschte mich ein bisschen, aber dann lächelte ich. »Weiter so, Eddie.« »Naja, dass mein Dad es mir weggenommen hat, hat wahrscheinlich geholfen.« »Am Ende musst du dich noch bei ihm bedanken.« Sie lachte bitter auf. »Es kann noch eine Weile dauern, bevor ich mich bei ihm für irgendetwas bedanke.« So hatte ich Eddie noch nie von ihrem Vater sprechen gehört. Ich sollte das Thema wechseln. Wenn sie dieses neu entwickelte Talent weiter pflegen wollte, ganz egal, wo sie es her hatte, dann würde ich ihr dabei helfen. Der Schlüssel, sein Talent zu erweitern, liegt in den Gefühlen, die man heraufbeschwört. Denk an irgendetwas, das deinen Puls zum Rasen bringt. Muss es etwas Positives sein? Nein, wieso? Was für negative Gedanken bringen deinen Puls zum Rasen? Mein Vater, der nicht zugibt, dass mein toter Grandpa in Wirklichkeit noch am Leben ist. Das ist echt das Letzte. Ein Lügendetektor, der selbst lügt, das ist einfach falsch. Es war wirklich das Letzte, denn im Gegensatz zu mir und meinem Vater verstanden Eddie und ihr Dad sich richtig gut. Für sie war es keine Routine, von ihm angelogen zu werden. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, sah es allerdings nicht so aus, als würde der Gedanke ihren Puls zum Rasen bringen, sondern sie stattdessen in eine tiefe Depression stürzen. »So wird es nichts.« Ich packte sie am Arm und zog sie vom Bett. »Dads, die Lügen streichen wir von der Tagesordnung. Irgendetwas anderes. Was macht dich sonst noch wütend?« »Keine Ahnung.« »Oder glücklich?« Sie lächelte. »Was soll ich denn dabei fühlen?« »Es ist, als wäre da eine greifbare Energie um dich herum. Du kannst sie langsam sammeln und dann nutzt du sie.« Es klopfte an der Tür und mein Herz schlug schneller. Eddie öffnete. Connor strich sich die Haare aus der Stirn und unsere Blicke trafen sich über Eddies Schulter hinweg. »Ja, das würde bestens funktionieren.« »Ich habe gehört, wir brauchen dich«, sagte Eddie lächelnd und trat zur Seite, um ihn hereinzulassen. Er kam ins Zimmer. »Anscheinend hat Layla keine Ahnung, wie man Wut heraufbeschwört, ohne mich dabei zu haben.« »Ach, das ist es, was du in ihr auslöst?« Ich warf Eddie einen warnenden Blick zu und sie lachte. Ich zog ihren Schreibtischstuhl hervor und deutete ihr an, sich zu setzen. Sie tat es. Connor ging zum Fenster und betrachtete die Schnur, die von den Gardinen herabhing. Eddie wollte schon etwas sagen, aber er griff bereits danach und zog daran. Die Vorhänge teilten sich und Licht strömte ins Zimmer. Woher wusste er, wie man so etwas aufmachte? Er war wirklich ziemlich schnell von Begriff. Ich stellte mich hinter Eddie. Es war ungefähr 10 Wochen her, seit ich ihr Gedächtnis gelöscht hatte. Mit Leichtigkeit fand ich die Bahn mit den Erinnerungen, die ich verschlossen hatte. Jetzt musste ich sie nur noch öffnen. Ich konzentrierte mich, aber nichts passierte. Connor stand 3 Meter entfernt von mir und starrte aus dem Fenster. Für einen Moment dachte ich, ich würde ihn bitten müssen, näher zu kommen, aber da drehte er sich schon um, als hätte er gespürt, dass ich ihn brauche. Sein Blick loderte und brachte den Abend im Zug zurück. Das Energiefeld drängte sich gegen mich. Ich ließ es aufbauen und schob mit aller Kraft meines Verstandes vorwärts, um die Bahn aufzubrechen. Eddies ganzer Körper spannte sich an. Ich ließ meine Hände von ihrem Kopf sinken, aber sie blieb sitzen. Völlig regungslos, als hätte gerade jemand ihren Hund umgebracht. Als hätte ich gerade ihren Hund umgebracht. Eddie hatte noch nie einen Hund gehabt. Vielleicht war das kein guter Vergleich. Und plötzlich kam mir ein Gedanke. Ich hatte mich so sehr darauf konzentriert, das hier zu schaffen, dass ich fast das Wichtigste vergessen hatte. Was, wenn Eddie etwas über mich erfuhr, wofür sie mich hassen würde? Der Blick in ihren Augen schien meine Befürchtung zu bestätigen. Meine Hände zuckten und am liebsten hätte ich die Bahn wieder geschlossen. Ich brauchte Eddie. Mit ihr ließ es sich leichter atmen. Sie stand auf, aber stützte sich auf ihren Schreibtisch, als würde sie jeden Moment stürzen.
Connor hielt sie am Ellbogen fest. Eddie, du musst dich hinsetzen, bevor du bewusstlos wirst. Das war zu viel für dich. Sie ließ sich wieder auf ihren Stuhl sinken und fing an zu lachen. Ein unheimliches Lachen, als hätte gerade jemand ihren Hund umgebracht und dann wieder zum Leben erweckt. Das war das Lachen eines Menschen, der kurz davor war, durchzudrehen. »Ich hole ihr etwas zu trinken«, sagte Connor zu mir und verließ das Zimmer. »Wow«, sagte sie endlich. So hatte ich Eddie noch nie erlebt, und ganz ehrlich, es jagte mir furchtbare Angst ein. »Du hast mich«, ihr glasiger Blick traf meinen, und dann sprang sie auf und packte mich an den Schultern, zog mich an sich und erdrückte mich fast. »Nein, du bist am Leben.« »Ich bin am Leben.« »Es hat sich so echt angefühlt.« »Ich...« In meinem Kopf drehte sich alles. »Ich bin in deinem anderen Leben gestorben?« Sie nickte und ihre Wange streichte dabei über mein Haar. Und dann flüsterte sie so leise, dass ich sie beinahe nicht hören konnte. »Ich liebe Trevor.« »Was?« Dann korrigierte ich sie. »Du meinst, dass du ihn in deiner alternativen Zukunft geliebt hast?« Eddie setzte sich wieder. Ihr Blick war jetzt so verschwommen, dass ich wusste, sie war kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Ich kann es nicht trennen. Verstehst du es nicht? Diese Erinnerungen fühlen sich an, als seien sie wirklich passiert. Sie fühlen sich genauso echt an, wie du jetzt vor mir sitzt.« Ich verstand gar nichts, nicht mal ansatzweise. Allein der Gedanke, dass sich eine Vision wie die Wahrheit anfühlte, war merkwürdig für mich, aber ihr Gesichtsausdruck war unmissverständlich. Ihre Gefühle waren echt. »Dann liebst du also Trevor? Das muss furchtbar unangenehm sein.« Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein, es ist...« Und dann kamen die Tränen, sammelten sich in ihren Augen und rannen ihr über die Wangen. »Es tut nichts zur Sache. Ich hatte gedacht, ich wollte diese Erinnerung, aber jetzt wird mir klar, dass er mich kaum kennt.«